Okay, Leute, und weiter geht's. Diesmal jetzt wirklich mal in die Richtung der 1, also unseren Marker. Und hoffentlich finden wir jetzt mal einen Weg hoch auf das Plateau. Und landen nicht schon wieder in so einem komischen Dorf. Aber ich bin eigentlich ganz froh darüber. Ich finde das cool, dass wir das gefunden haben. Ich glaube sowieso, dass ich auch so schon Dinge in Limgrave wieder verpasst habe. Was geht denn da ab? Was sind das denn für Leute? Also selbst jetzt, wo ich denke, so ja, okay, ich glaube, ich habe so ziemlich alles entdeckt dort, glaube ich trotzdem, dass es da noch irgendwelche Felsspalten gibt, die ich nicht entdeckt habe. Okay, die sieht irgendwie mächtig aus. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Pferd bleiben sollte. Schwören kann ich ja nicht. Ich möchte die gern töten. Der sieht aber auf jeden Fall ziemlich strong aus. Die anderen beiden sind wahrscheinlich so Ads. Oh oh. Oh oh. Uiuiui. Ja, das glaube ich, glaube ich habe recht. So, ein Ed ist schon mal weg. Okay, Pyromanten. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. So ein bisschen Pyromantie-mäßig aus. Nicht nur durch das rote Cape, sondern auch durch diese flammenden Äste, die wir hier haben. Komm weg, komm weg. Ich glaube doch gar nicht hinterher, der Dude. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du kannst. Ich trinke mir mal eben hier so ein Schlückchen aus der Flasche. Ich glaube, es geht. Oh. Nice. Und das war's mit ihm. Gibt's jetzt irgendwas Tolles? Feuermönchstulpen. Ja, damit bin ich doch schon mal zufrieden. Die sind gar nicht mal so schlecht. Wie schwer sind unsere? 3,5. Dann könnte man die sogar anziehen, wenn die überall wert besser sind. Okay. Schwarzeisenstulpen mit Flammenmotiv. Teil des Gewands der Feuermönche. Die Feuermönche beschützen die Flammen des Ruins und verstoßen damit gegen die Gesetze des Erdenbaums. Sie befindet sich angeblich hoch oben auf dem Berggipfel der Riesen. Die Flammen des Ruins. Achso, die befinden sich da. Ich dachte schon kurz so, warte mal, was befindet sich da? Okay, ja dann. Hoch oben auf dem Berggipfel. Ja, wir wollen weiter zu 1. Beziehungsweise ab jetzt können wir eigentlich mal so ein bisschen gucken. Also hier sind die Felsen noch recht hoch. Ich würde mal gucken, ob wir da hinten irgendwo hochkommen. Einmal ein gezielter Sprung. So, dann können wir hier auf jeden Fall schon mal aufs Land. Hier waren wir auch generell noch nicht, anscheinend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir genau den Sumpf betreten haben. Ich kann mal ganz kurz gucken. Irgendwo hier anscheinend. Hier sind wir, glaube ich, hier sind wir runter. Hier war die Kirche und irgendwo war hier noch... Achso, das war hier vorne. Nee. Ich glaube, das war hier dieser Zipfel. Da waren diese Skelette, die mir anfangs zu stark waren. Ich hatte einfach auch den Flegel wechseln müssen. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Das ist nämlich das eine Ende des Plateaus. Dann würde ich sagen, folgen wir einfach mal der Straße. Aber wir räumen natürlich bis dahin noch alles auf. Wir können hier auch wieder beschwören. So, jetzt die Frage. Wieder Wölfe oder die Skelettmiliz? Ich würde den Skeletten nochmal ein bisschen die Chance geben, sich hier zu beweisen. Aber ich... Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zwischen den Wölfen und den Skeletten. Die Wölfe sind halt schneller, das könnte man sagen. Die Skelette brauchen ein bisschen länger. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was erwischen können. Oh, das sind auch diese Feuermönche. Die flüstern hier auch schon. Wir sollten den da als erstes nehmen. Ist doch mal so ein Gegner, gleiche Gegnertrupp. Oh, diesmal nur, dass ich Unterstützung habe. Oh, das. Oh, oh. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Alter, richtiger Flammenwerfer. Nein!
Oh Mann. Ich dachte, ich könnte ihn staggern. Ja, ich hab's. Ich hab's aber auch riskiert, muss man sagen. Also ich hab's auch irgendwo nicht anders verdient. Aber halb so wild. Die 7000 Seelen, die darf ich jetzt nicht verlieren. Das ist wichtig. Die muss ich jetzt erstmal safe wiederholen und dann wird das schon was. So, auf welcher Seite stehe ich denn jetzt? Ich glaube sogar auf der richtigen. Aber hier vorne müssten unsere Seelen liegen. Ja, hinter dem Zaun. Okay, nochmal. Bergmiliz. Die Glocke sieht irgendwie weird aus. Das ist so ein... Oh. Oh, da müssen wir mal gucken. Aufpassen, dass wir von denen nicht entdeckt werden. Vielleicht hole ich mir doch erst die anderen. Oh shit, jetzt war ich laut. Aber nicht laut genug anscheinend. Weil die sind schwächer. Wenn die weg sind, dann können wir uns zusammen auf den einen konzentrieren. Oh. Ja, genau. Greift ihr den mal an? Wieso? Staggert der denn nicht wie der andere? Mach ich so wirklich so wenig für weniger Schaden? Was, ey? Okay, ihr beide lebt aber noch. Oder auch nicht? Okay. Die verschwinden einfach. Gebetbuch der Feuermönche. Oh, das hört sich nach Pyromantie an. Schlüsselobjekte, denke ich mal. Oh, das hatten wir auch noch bekommen. Larventräne. Das haben wir uns, glaube ich, noch nicht durchgelesen. Der Kern der metamorphen Kreatur Silberträne. Zugleich Substanz von lebendiger Organismus. Notwendiges Material, um durch das Bernsteinei von Renala wiedergeboren zu werden. Der Königin des Vollmonds. Bitte was? Notwendiges Material, um durch das Bernsteinei von Renala wiedergeboren zu werden. Die Königin des Vollmonds. Okay, ist Renala die Hexe Renna? Weil der Name so ähnlich ist. Und das ist ja auch so ein Mondmädchen gewesen. Die Wiedergeburt ermöglicht die Neuzuweisung von Attributen, die durch Stufenaufstiege verstärkt wurden. Ah ja. Also wenn wir die Hexe Renna oder Renala nochmal treffen, können wir damit Attribute neu zuweisen. Habe ich mir auch gerade schon fast gedacht, dass das mit Wiedergeburt gemeint ist. Achso. Nee, noch nicht. Ich wollte noch das Buch finden. Hier unten. Ja, genau. Wir haben hier so ein Ding und jetzt haben wir hier so ein Ding. Ein Gebetsbuch der Feuermönche, die von den Berggipfeln der Riesen hoch im Norden kamen. Kann einem studierten Kleriker übergeben werden und Zugang zu den folgenden Anrufungen zu erhalten. O Flamme und Woge, O Flamme. O Flamme kommt mir aber schon bekannt vor. Hm. Müssen wir mal gucken. Euer Sporn nehme ich an. Ah, cool. Neues Emote. Hat sich wieder gelohnt. Vor allem wir als potenzielle Pyromanten. Ich würde gerne nochmal beschwören. Weil das sind schon ziemlich viele. Da hätte ich schon ganz gerne ein bisschen Unterstützung. Ich weiß nicht, wieso ich nicht mehr darf. Schade. Ja, okay, das macht nicht so wirklich AOE. Ich dachte, vielleicht habe ich da Chancen. Mist. Wollte den einen schnell killen. Okay, das ging Gott sei Dank dadurch, dass der Typ da hinten nicht mitgekommen ist. Aber den hole ich mir jetzt trotzdem noch, auch wenn der mehr drauf hat. Gucken, was er sagt, wenn ich auf dem Pferd gegen kämpfe. Oh shit. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein. Ich wollte ihn erst anvisieren. Ich glaube, ich hätte auf dem Pferd bleiben sollen. Nein. Ja, ich heile mich lieber. Ich muss mir mehr wieder auf Leben setzen. Damit sich das Heilen auch mal lohnt und ich ein bisschen mehr Leben verbrauchen kann.
Also bin ich schnell mal One-Hit, aber der Heiltrank würde noch nicht 100% der Leistung bringen. Das ist so ein bisschen das Problem. Mann, der mit seiner Flamme. Nervt. Jetzt zum Beispiel wieder. Ich wäre wahrscheinlich One-Hit bei dem. Aber ich... Eigentlich lohnt sich der Trank noch nicht so richtig. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Wie viel brauchen wir mittlerweile für ein Level-Up? 9000. Also noch 700. Das kriegen wir wohl hin. Wenn wir den nächsten Ort der Gnade erwischen, könnte ich dann auch zur Not noch Runen nehmen. So, was haben wir hier? Wir kommen da nicht hoch. Aber da gibt es vielleicht eine Höhle. Ich weiß nicht, oder es sind Schatten da hinten. Kann natürlich auch sein. Aber ich komme da noch nicht hoch. Okay, wir haben ja also nochmal eine Klippe. Was ist das denn? Kristallhöhle am See. Achso, die ist unter uns. Dann heißt es, da unten müsste irgendwo diese alte wohnen. Die... Oh Gott. What the hell? Holy shit. Alter, habe ich Glück, dass ich das noch hingekriegt habe. Mal genau umschauen. Dass ich irgendwas hier übersehe. Oh, das sollten wir mitnehmen. Auch wenn ich keine Pfeile oder sowas crafte. Momentan zumindest nicht. Aber vielleicht kommt irgendwann mal diese Situation. Was ist das? Wow. Ballistenbolzen. Was? Was sind das denn kleine Leute? Die sind ja einfach mini. Das sieht so aus, als wären die eigentlich richtig groß, aber es runterskaliert. Wieso bin ich so langsam? Ist das dieser Nebel? Oder fühlte sich das gerade nur so an? Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu viel Schiss vor denen. Aber ich wusste noch nicht, was sie können. Wir haben auf jeden Fall hier so einen Priester überfallen. So, wo kommen wir hier hin? Das sieht sau interessant aus hier mit den Steinen und den Bäumen dazwischen. Schon richtig hübsch. Oh, ah, hier sind noch mehr von denen. Oh ja, oh ja, oh ja. Hinterhalt. So, eins, zwei. Sehe ich jetzt gerade drei. Wo ist der Angeschlagene da? Heißt. Erstmal den Angeschlagenen weg. Eins, zwei, drei noch. Okay. Ja, wir machen das jetzt so. Wow. Die sind aber klein und flink. Mann, ich mache echt scheiß Timing gerade. Ich weiß nicht, was das hier für ein Nebel halt ist, leider. Okay, die kann man einfach aus der Luft fischen, wenn die den Angriff machen. Oh, und es fehlt ein ganz bisschen Schaden für die. Damit wir die halt mit drei Hits down kriegen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das macht mir Angst. Dadurch, dass keine Leiste sich so richtig füllt. Für irgendeinen Zustand oder so. Aber es gibt ja auch den Zustand Schlaf. Vielleicht wäre das, obwohl der hätte sich ja auch irgendwie gefüllt. Ja, dann keine Ahnung. Den gibt es ja irgendwie hier neu, dass man dann einschläft. Wahrscheinlich kriegt man dann safe einen Hit ab, sobald man eingeschlafen ist und dann ist man wieder wach. Okay, wir sind jetzt hier. Da vorne habe ich meine Markierung. Gucken, ob es hier noch irgendwie einen Eingang gibt. Wir sollten mal unsere Lampe wieder anschalten. Man wird auch ein bisschen... Ja, ein kleines bisschen mehr sehen. Nicht viel. Hier gibt es noch was. Kristallknospe. Hier aber erstmal soweit nicht. Ja, gucken wir mal auf dem... Oh, da ist noch ein Gegner. Noch einer? Oh, das sind noch zwei. Wow!
Nein! What the fuck? Boah, der hat mich fast umgerockt. Krass, ey. Und dass ich voll war. Was versuchen die ganze Zeit hier? Wenn die rumspringen. Boah, ey. Die sind echt schon mies. Vor allem, weil das so viele sind. Und die haben schon was drauf. Auch wenn die klein sind. Oh, das ist wieder so ein Gefängnis. Das heißt wieder Boss-Time. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Aber ich würde gerne vorher irgendwie einen Ort der Gnade haben. Ah, hier war der Updraft. Den habe ich mal gesehen. Wusste ich doch. Irgendwo war einer. Obwohl beim Ort der Gnade, also bei so einem Gefängnis verliere ich die Runen hundertprozentig nicht. Der Niedertracht. Okay. Weil man die von außen auch wieder aufsammeln kann. Aber da unten haben wir tatsächlich sogar einen Ort der Gnade anscheinend. Nee, gar nicht. Achso, da haben wir mal angefangen. Da waren wir schon. Und da liegt noch ein Item. Ja, aber wenn da vorne Updraft ist, dann kann ich ja mal ganz kurz runtergehen, oder? Sollte nichts bei sein. Zack. Das Item hier noch mitnehmen. Opferzweig. Sehr schön. Hier runter. Hier haben wir auch den Händler. Hatte der noch irgendwas Interessantes? Handbuch. Kristallwurffall. Zaubersichere Trockenleber. Knochensplitterfall. Nö, eigentlich nicht. Astrologen-Set. Ach, der hatte uns die Lampe verkauft. Der war das. Und mir kommt das schon so bekannt vor, irgendwie mit der Lampe rumzulaufen. Er war der Händler damals. Mein Gott. Schon lange her. So, dann können wir jetzt Stufenaufstieg machen. So, ich würde jetzt... Mist. Ja, ist schön, wenn man es auf 25 hätte jetzt. Auf eine schöne gerade Zahl. Also ungerade eigentlich, aber... Ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Kraft und bringe das mal auf 20 oder so. Ich denke, dann sollten wir wieder safe sein erstmal. Aber unsere Energieleiste so hoch zu bringen, dass sie so mit der Ausdauerleiste auf einem Nenner ist, das wäre schon ganz cool. Würde ich mal sagen. Und wir könnten jetzt auch nochmal ganz schnell, wenn wir jetzt eh bei einem Portpunkt sind, bevor wir da zu dem Siegelgefängnis gehen, das Buch abgeben, was wir gefunden haben. Dann könnten wir nochmal gucken, ob wir vielleicht eine Pyromantie noch irgendwie kriegen können. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Oh, ach du Scheiße. Nein, was habe ich getan? Weil ich den Raum unten betreten habe oder was ist los? Nein. Was bist du denn für ein Wichser? Was ist hier denn los? Alle tot oder was? Wer bist du? Du kleiner Penner. Scheiße. Ich möchte da nochmal hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal passiert. Ich gehe davon aus. Ich denke, ich muss den jetzt besiegen. Ich denke, ich habe irgendwas verkackt. Ich weiß nicht, ob das dadurch daran lag, dass ich da runtergesprungen bin. Aber der Dude mag mich jetzt nicht. Sind die zwei Finger noch da? Weiß es nicht. Kommt der? Ja, der kommt. Enscher vom königlichen Requiem. Alter, der ist viel zu strong für mich. Die zwei Finger sind aber auch nicht da. Ausdauer für den. Das war knapp. Stirb, du Verräter! Großen Gegner zu Fall gebracht. Ach du Scheiße. Oh, wir werden geportet. Oh, Tavron-Feste.
Greifende Knochenhand. Alter, mein Herz pocht richtig. Aber, okay, das war irgendwie nur eine Fake-Welt, oder wie darf ich das verstehen? Die Finger sind wieder da. Okay. Was war das? Leute, klärt mich auf. We are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Oh. Hatte er die letztes Mal schon? Ich hab's leider wieder vergessen. Aber das sind Weisheit und Glaube. Er schafft ein Bildnis der Ordnung, um Heiligschaden zu verursachen. Aha. Aber warum braucht das auch noch Weisheit? Was ist das denn? Über Rogier. Wer war da mal? Wer war das nochmal? Das war der Zauberer da vorne, ne? Der da sitzt. Roger. The pitiest fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside. Breaks them. Okay, über D, wie auch mal D ist. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Down to the very last. Okay. Den können wir auf jeden Fall aber auch nichts geben. Auch wenn der auch Anrufungen lehrt. Okay, da der jetzt persönlich jetzt nicht sagt, vielleicht machen das die anderen. Vielleicht gehen wir gleich nochmal zu der Frau da hinten. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt was bekommen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schlüsselgegenstand war. Ich achte da ja nicht drauf. Nee. Vielleicht... Es sah auch für mich so ein bisschen nach einer Waffe aus, muss ich sagen. Es könnte ja auch so ein Zauberstab sein können. So eine Knochenhand-Zauberstab. Aber nee, ist auch nicht. Ah nee, hier wäre das dann auch. Aber hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Noch einen zweiten Opferzweig. Komm... Das sind die Tutorials. Hier vielleicht dann. Unter den großen Seelen ist es auch nicht. Was war ja ein großer Gegner, den wir besiegt haben. Oder große, weiß ich nicht, war mir irgendwas besiegt. Hier drunter wird das ja auch nicht zählen. Hm. Schwierig. Wo war das jetzt drunter? Wo zählt das hin? Vielleicht doch irgendwie eine Waffe und ich habe es übersehen. Da ist er doch, ja, siehst du. Ich habe es einfach übersehen. Ist auch eine Faustwaffe. Ist wahrscheinlich genauso, also wird wahrscheinlich so aussehen wie das Ding. So als eine Kralle sozusagen. Magisch macht das noch ein bisschen was. Mit Arkanenergie skaliert das, okay. Diese furchtbare Waffe wurde aus dem gehärteten Arm eines Skeletts gefertigt. Geführt von Enscher von den königlichen Reliquien. Ihr legt sie an, indem ihr die Faust greift, bis sie zupackt. Oh, ach so. Oh, wie cool. Oh, schutzloses Wesen, nehmt meine Hand und lasst euch von eurem König führen. Und Talent ist Vampirfaust. Ein Talent mit der Macht über das Leben selbst. Ein langsamer, kontrollierter Schlag mit einer von Energie erfüllten Faust schlägt den Gegner bewusstlos und raubt seine LP. Wirkt nur gegen Feinde von menschlicher Statur. Ja, das hört sich schon ziemlich geil an. Aber ist halt überhaupt nicht meins. Geschick und Arkanenergie halt. Das wäre die einzige Glaubenswaffe, die wir bisher halt haben. Aber ja, ich bin schon mal ganz zufrieden mit der Waffe. Fühle mich eigentlich schon ganz okay.
So von der Stärke her. Okay, dann können wir jetzt ja das Buch abgeben. You appear to be doing well. Well then, would you like to learn an incantation? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Runen haben wir denn von dem bekommen? Ein Gebetbuch überreichen. Gebetbuch der Feuermönche. Schon wieder ein ketzerisches Werk. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Alter, alles, was ich bisher gegeben habe, ist einfach ketzerisch. Mein Gott, ja, dann zeig mir doch mal ein Buch, was nicht ketzerisch ist. Ich finde nur solche. Keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich in den falschen Gegenden unterwegs. Geht in Flammen auf. So, hier O-Flamme haben wir bekommen. Lässt kurzzeitig eine lodernde Flamme aus eurer Hand schießen und... Vogo-Flamme? Ich glaube. Versenkt den Bereich vor euch mit Strom aus Feuer. Aber das ist doch das, was wir bereits besitzen, ne? Ne, Inventar im Lager steht auf jeden Fall nichts. Aber es sieht so aus. Das haben wir auf jeden Fall. Okay, sagt mir jetzt aber auch erstmal nicht wirklich zu. Das braucht, glaube ich, 16. Also potenziell vielleicht der stärkste Zauber hier. Aber braucht doch 6000 Runen, ne? Das muss man sich auch überlegen. Lässt kurzzeitig eine lodernde Flamme aus eurer Hand schießen. Das ist wahrscheinlich dieser Flammenwerfer so ein bisschen, was der auch gerade gemacht hatte. Oder was diese Feuermönche da machen. Sag ich es mal so. Dunkelheit war schon so ein Reinfall. Das fände ich persönlich ja irgendwie am interessantesten. Auch wenn ich da eigentlich nicht hin möchte. Aber so langsam zwingt mich das Spiel dazu. Darüber nachzudenken. Eher in die ketzerische beizugehen, das da. Das ist ein Item. Das war der Dude. Oder? Verdammt, ich muss mir den nochmal angucken in alten Folge. Aber der jetzt so hier an der Wand lehnte und sich nicht bewegt hatte, war das der, gegen den wir gerade gekämpft haben? Ja, war es. Helm des Toten Königs. Rüstung des Toten Königs. Stulpen des Toten Königs. Beinschutz des Toten Königs. Okay, wenn die mir jetzt so passt, dann werden wir ein evil Mönch. Okay, die ist schwer. Wie schwer war unsere? Ah, 8,3. Geht sogar noch. Ziehen die jetzt einfach mal komplett an und gucken mal, wie uns die so steht. Wir sind auf jeden Fall bei großer Last angekommen. Wir sehen schon ziemlich hässlich aus. Hat aber was. Aber vielleicht würde ich nicht unbedingt... Das sieht auch so ein bisschen... Auch ein bisschen weird aus. So, von hinten geht's. Aber von vorne so ein normales Gesicht und dann so eine vermoderte Rüstung. Das ist nicht die schönste, muss man sagen. Aber es ist schon mal eine Rüstung, endlich mal. Also, endlich mal was anderes als das, was wir die ganze Zeit so tragen. Oh, wir haben auch solche Rüstung bekommen. Oh, die sieht nicht so cool aus. Da wirken wir direkt fett. Die fand ich auch ganz cool eigentlich. Aber... Dafür bräuchten wir halt noch ein bisschen mehr Last. Also, was heißt das? Kondition bräuchten wir dafür mehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie viel. Wahrscheinlich müssen wir auf unter 50% kommen. Also, ja, da fehlt aber dann tatsächlich noch ein bisschen was. Wie viel hatten wir denn vorher? Was hatten wir an? Mittlere Last haben wir jetzt schon. Nee, dann ist es auf jeden Fall nicht die Hälfte. Dann war 75% oder so wahrscheinlich dann. Aber das lässt sich jetzt hier bei dem vielleicht ausrechnen mit 56. Zumindest müsste ich da jetzt mal kurz meinen Kopf anstrengen. Aber das kann man hier nirgendwo nachgucken, ne? Also 38. 38er Gewicht scheint ja schon auszureichen. Also das ist dann ja nicht mehr so weit weg von dem... Das Ding ist ja echt schwer, ne? Da sind die schon wieder leichter. Das war's auch schon. 39,9, also 2 Kilo müssten schon ausreichen, um auf jeden Fall auf die normale Last zu kommen. Das heißt 2 Level potenziell. Also ungefähr 20.000 Runen. Wenn wir die zusammenbekommen, könnten wir zumindest mal eine Anrüstung anziehen.
auch wenn ich eigentlich auf Kraft gehen wollte und nicht auf Kondition, wäre das auf jeden Fall mal ein Ding, was wir uns im Hinterkopf behalten könnten. Dass wir zumindest mal irgendwas anderes anhaben. Damit können wir sogar gehen. Oh, jetzt habe ich die gar nicht an, oder was? Nee. Okay, dann weiß ich nicht, ob wir damit gehen können. Doch, geht. 7,6. Haben wir zumindest mal Handschuhe und Beine schon mal vorne im Set an. Aber wenn wir mit der Rüstung rumziehen, dann können wir auch auf die Schwarzflamme gehen. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge. To be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Ah ja. Ich hab mir das schon beim ersten Mal, als wir hier waren, gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Aber ob das der Gideon Ofnir ist, der Typ, der damals in so einem Sarg lag, voller Muscheln. Da hat der Typ im Intro nämlich auch gesagt, the all known. Also der Allwissende sozusagen. Also wir haben hier Sir Gideon Ofnir und Fia schon mal. Dann fehlt eigentlich noch der Dung Eater. Und Holu, der Vater von ihr hier, die auch übrigens hier ist. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You were the one to defeat him. I would hazard. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Arsenal-Talisman. Okay. Was bedeutet das? Können wir dann eine Waffe mehr? Nee, das würde hier nicht hinpassen ins Interface. Arsenal-Talisman. Da oben wieder. Erhöht maximales Ausrüstungsgewicht. Oh. Ja, das würde ja natürlich dann bedeuten, dann könnten wir das tatsächlich sogar einsetzen. Könnten wir tatsächlich auch sogar jetzt eine schwere Rüstung tragen. Rein theoretisch. Und hätten immer noch mittlere Last. Gar kein Problem für uns. Wenn ich erstmal... War nicht so schlecht. Sie ziehen die jetzt einfach mal an und mal gucken, ob uns das so gefällt, auch von der Klangperle anbieten. Haben wir sowas? Nee. Ob uns das so gefällt von der Optik her und so. Die wäre natürlich auch nicht schlecht. Na, Eisenritterrüstung. Davon hat die auch 5 Stück. Da wäre mir auch aufgefallen, dass man das Ding verbraucht. Weißer Losungsring, blauer Losungsring. Das hatten wir gekauft, das hatten wir gekauft. Krummsäbel. Ja, ich suche ja immer noch mal so ein schönes, schickes Schwert und wir kriegen wie keins. Leider. Ja, jetzt habe ich Bock auf so einen schwarzen Feuerball. Wenn ich schon so rumlaufe. Ehrlich gesagt, passt unser Degen jetzt nicht mehr so dazu. Da wäre was anderes irgendwie cooler. Aber ich weiß nicht, ob ich das drauf Bock hätte. Also so rumzulaufen. Das sieht schon ein bisschen übel aus, muss ich sagen. Das sieht schon ziemlich... das ist ein bisschen zu krass. Also wäre der Totenschädel da, aber mit dieser Kapuze fände ich es cool. Aber diese weißen zerfledderten Haare und so weiter, das ist dann so ein bisschen der Stil, der mir dann doch nicht hundertprozentig zusagt. Ach, wir hätten ja auch rein theoretisch das hier abziehen können. Warte mal, das mache ich auch. Dann bleibe ich nämlich hierbei immer noch bei dem Abwehrkonter. Und wir haben immer noch mittlere Last. Dann haben wir einfach nicht mehr das Ding, weil das hier finde ich wichtiger, als den Flegel in der Second Hand zu haben. Machen wir das so. Und jetzt hole ich mir trotzdem nochmal... diesen schwarzen Feuerball. Da habe ich nämlich mal Bock drauf. Der braucht nämlich, glaube ich, 20
Und irgendwie sehe ich das. 7500 brauchen wir dafür. Wir haben 300. Das heißt, wir haben auch gar keine Runen für den Typen bekommen. Aber ist in Ordnung. So, was bringt der hier? 5000. Was habe ich jetzt gesagt? 7500, oder? Machen wir mal so. Haben wir jetzt? 600 brauche ich. Wir machen alles perfekt hier. So. Und bitte jetzt einmal den schwarzen Feuerball. Zumindest sagt er nicht irgendwie, oh, jetzt hast du das Unheil gekauft. Was sollte das denn? Aber dann gehe ich halt den Weg. Wenn ihr mir keine heiligen Zauber geben wollt, ich habe es versucht. Ich habe alles versucht, aber ihr wollt es einfach nicht. So, und dann müssten wir eigentlich auch uns dafür entscheiden, dass wir jetzt das hier anziehen. Aber dafür brauchen wir 27 Glaube. Mist. Das kriege ich natürlich noch nicht zusammen. Aber das verstärkt dann nochmal die Anrufung der Götterskalpe, also den schwarzen Feuerball. Aber die, alle anderen Anrufungen sind damit viel, viel schlechter. Also um die Hälfte. Also unser Heilungszauber wird da wahrscheinlich gar nichts mehr bringen. Also da müssen wir uns auch komplett drauf spezialisieren gefühlt. Oder wir müssen beide in der Hand haben. Das wäre ein bisschen zu viel Inventarmanagement dann, aber ja, du, kann man vielleicht sich überlegen. So, ja, die Folge geht jetzt eigentlich schon über eine halbe Stunde. Ja, dann machen wir den Bosskampf erst in der nächsten Folge. Das passt dann schon. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann probieren wir mal den Boss da oben. Also haut rein, ciao.